Willkommen in Türchen 19. Habt ihr heute auch schon alle eure Kalender fleißig aufgemacht? Ich finde es Wahnsinn, wie schnell die Zeit jetzt doch vergeht. Irgendwie genießt man die Vorweihnachtszeit und irgendwie ist es auch eine mega Stresszeit. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr euch vielleicht ein paar Minuten Zeit nehmen könnt und hier mein kleines Video anschaut, wie ich diese Schleife gemacht habe. Ich zeige euch mal wie. Schaut mal rein. Wir brauchen als erstes den Bleistift, um eine Skizze zu machen. Da fange ich als erstes mit dem Knoten in der Mitte an. Der ist so ein bisschen eckig, nicht mit eckigen Ecken, sondern mit runden Ecken. Schönes dickes Schleifenband. Die kann sich doch sehen lassen, oder? So, diese Schleife könnt ihr natürlich in euren Lieblingsfarben machen. Meine Lieblingsfarbe ist, wie dieser Hintergrund zeigt, rosa. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt sehr effektiv ist, hier eine rosa Schleife zu machen. Deswegen werde ich eine blaue Schleife machen, habe ich mir gerade so spontan überlegt. Dazu brauchen wir Pinsel und wir werden die erstmal blau vorgrundieren. Was haben wir denn hier? Ich habe hier preußischblau. Ich mag preußischblau sehr, sehr gerne. Es ist eine meiner liebsten Farben. Und wie gesagt, das grundiere ich jetzt erstmal vor. Wie immer schön trocknen lassen. Dann nehme ich mir noch ein bisschen was vom Preußischblau in meiner Palette. Eine Nuance dunkler als jetzt, aber noch nicht ganz dunkel. Lege mir hier einen zweiten Pinsel feucht parat zum Blenden. Jetzt eben überall, wo es so ein bisschen enger wird, ne? Wo der Knoten ist, wo sich etwas überlappt, da setze ich jetzt überall Schatten hin. Oh,
da sieht man das schon, wie das so ein bisschen rauskommt, ne? So, letzte. Und natürlich werde ich auch den Knoten am Rand der wölbt sich ja auch nach vorne, ne? Wenn es zu sehr in die Mitte kommt, dann macht den Pinsel trocken und zieht quasi die nasse Farbe raus. So, auch das lassen wir jetzt noch mal trocknen. Da gehen wir noch mit einer dritten Schicht drüber, ehe wir an die letzten Details gehen. Ich mache aber hier schon mal einen Tropfen Wasser ins Gold rein, damit das gleich ein bisschen aufweichen kann. Dadurch, dass wir hier sehr dünne Schichten auftragen, trocknet es auch relativ fix. So, und hier werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen dunkler. Ein bisschen kräftiger, das verdünne ich jetzt auch gar nicht mehr mit Wasser. Und gehe jetzt hier wirklich nur noch ganz nah am Rand. Seht ihr schon, wie das immer dreidimensionaler wird. Das sieht doch schon nach was aus, oder? Jetzt fehlen hier natürlich noch ein paar Details. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen dunkler werden mit dem Blau an einigen Stellen. Gerade hier, wo sich Sachen überlappen, ne? Wirklich eine ganz feine Linie. Und dann werden wir natürlich auch noch ein paar Fältchen. Also ganz glatt. Gefällt mir richtig gut. Jetzt hier natürlich auch. Knoten. Und damit das jetzt noch tatsächlich ein bisschen zu langweilig ist, mache ich einen goldenen Rand an die Schleife. Deswegen habe ich mir mein Gold hier schon so ein bisschen vorgefeuchtet, vorgenässt, dass ich hier bloß noch mit dem schmalen Pinsel reingehen muss. Zarten Goldrand hier haben. Und den mache ich auch nur an der Außenkante von der Schleife.
Handy natürlich nicht vergessen. Und hier bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob man da, aber eigentlich ja schon, ne? Wenn man die ordentlich binden, die Schleife, dann sieht man auch hier einen Goldrand. So. Mir ist mal aufgefallen, ich sage immer so. Aber es ist halt nun mal so. So, und da sind wir mit der Schleife schon fertig. eine blaue Schleife mit schicken Goldrand. Ich werde das Hängerchen noch anmachen. Ja, also heißt ausschneiden, Hängerchen anmachen. Da haben wir die Schleife auch schon fertig. Ich finde, die sieht richtig schön aus. Und wie gesagt, die könnt ihr in euren Lieblingsfarben machen. Und natürlich hoffe ich, dass ich heute viele Schleifchen zu sehen bekomme. Und freue mich auf eure Werke. Auch wenn ihr sie nur im Verborgenen für euch malt, freue ich mich, dass ihr hier jeden Tag reinschaut und gemeinsam mit mir ein Türchen öffnet. Ich freue mich, wenn ihr eure Beiträge aber auch öffentlich teilt. Und dann setzt gerne den Hashtag Lillys Adventskalender 2021 mit drunter, markiert mich, dass ich es auf jeden Fall nicht verpasse. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann immer ihr dieses Video schaut. Und habt's fein. Bis morgen. Tschüss.